Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe Relaxo endlich auf Level 50. Ich bin mit dem Ding im ganzen Urlaub rumgerannt. Jeden Tag so 15.000 Schritte, immer eine Knorr-Spray geballert und einfach unterwegs gewesen damit. Jetzt bin ich mittlerweile bei Pidepa bzw. Winkul, hol mir da die XL. Und ich habe noch richtig viele Kumpel vor mir, mit denen ich das machen möchte. Ein kleiner Einblick. Und zwar habe ich noch Kapaloris, Volley, Tentoxa, Sumpex fehlen mir noch ein paar. Also da sind noch wirklich einige Kandidaten, mit denen ich was machen möchte. Von daher, ich lasse die erste Attacke durch. Ich glaube, Doppelkraftkoloss ist vielleicht nicht so clever. Tust du tatsächlich. Das heißt, 1, 2 und jetzt kann ich eigentlich in Ho-Oh. Oh, ich habe das Falsche mit. Oh je, ich habe gar nicht mein Level 50er mit. Sondern das Ding. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, das ist irgendwie doof. Irgendwie ist das doof, meine Freunde. Und der Donner, das war relevant zu schilden, ne? Ah, ich habe das falsche Ho-Oh bei. Egal, es hat Erdbeben. Erdbeben ist ja nun mal sehr, sehr effektiv, ne? Wobei das andere sich auch rentieren würde. Schade. Krypto, Sturzflug, wird zwar resistiert, aber maybe, maybe Damage, zeig mal her. Noch ein Schild, krass. Jetzt eigentlich nur noch ein Kraftkoloss. Zack, und das müsste ausreichen und Relaxo zimmert dich dann einfach weg. Du hast Restenergie auf deinem Demeteros, was natürlich nicht cool ist. Das heißt, 1. Ist das ein blinder Kraftkoloss? Bitte sei der Kraftkoloss. Steinkante wird schon räudig. Bitte hab geträumt. Nein, hast du nicht. Kannst du nicht einmal ein bisschen träumen? Oh nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, jetzt hast du zwei Attacken. Macht der Luftstoß zufällig genug? Wenn ich jetzt noch einen Boost bekomme und zur Attacke aushole, kann das was werden. Nein, zur Attacke hole ich nicht. Den Boost bekomme ich nicht, aber ich hole zur Attacke aus. Leider wird ich das nicht besiegen. Der Boost hätte mich gerettet. Das hier nicht. Okay, schade. Der erste Kampf geht leider in die Hose. Das ist nicht cool. Ich krieg dich vielleicht gefarmt. Obwohl, ich gehe vorher drauf, oder? Nee. Kann ich noch zwei, drei Attacken überleben? Wahrscheinlich nicht. Nee. Leider war es das. Ah, das ist mies. Das ist gerade echt ärgerlich. Egal. Schon okay. Wir packen erstmal dieses Ho-Oh hier weg. Und nehmen das Ding mit. So. Da sind wir am Start mit dem Team, welches ich eigentlich auch zeugen wollte. Denn ich habe nur eine Kampfschwäche. Und ich denke, zwei Flug-Pokémon sind da eine sehr gute Resistenz gegen. Melmetal ist mies für mein gesamtes Team. Dann dieses Demeteros ebenfalls. Aber ansonsten, ja, kann man vielleicht ein bisschen was reißen. Abhängig davon, was die Gegner halt mit sich führen. Aber es ist ja immer so, ne? Relaxo gegen Xerneas. Du hast auch einen Nahkampf und spielst wahrscheinlich die neue Attacke. Wie sieht die aus? Zeig mal her. Oh, uff. Oh mein Gott, warum siehst du so cool aus? Warum siehst du so verdammt nochmal cool aus? Hey, brauche ich jetzt auch ein Xerneas? Muss ich mir das Ding jetzt auch hochziehen? Oh mein Gott, ist das nice. 1, 2 Attacke abfangen. Das, meine Freunde, sollte ein Nahkampf auf mein Relaxo sein wahrscheinlich. Du hast nämlich schon 2 am Start. Das heißt, Nahkampf abgefangen. Und da kommt eine nächste Fee rein. Das ist aber gar nicht so tragisch, denn diese Fee hat ebenfalls, ja, du kannst einen Stromstoß spielen und als Safe Switch ist Stromstoß gar nicht mal so verkehrt. Abschwächung wäre cool, perfekt. Wenn ich Pech habe, du hast erstmal 2 wahrscheinlich, ne? Komm, wir schilden jetzt einfach. Wir schilden einfach, das heißt so. Und ich drücke dir jetzt einen Sturzflug. Du bist nämlich massiv abgeschwächt und das zimmert dich weg. Die Frage ist, ob du es durchlässt. Das sollte dich definitiv besiegen. Du lässt es nicht durch. Das heißt 1, 2,
3. Du hast wieder 2 ready. Lohnt es sich, hier zu schilden? Oder ich muss halt bei Relaxo schilden. Ich glaube, da tut sich nicht allzu viel. Es sei denn, 1, 2. Ich könnte noch eine Attacke abfangen. Ich hätte doch blind in Logia gehen sollen, richtig? Richtig. Das heißt, oha, da kommt dein nächster Snipe. Ist aber nicht tragisch. Du brauchst, glaube ich, brauchst du 3 Attacken zum nächsten? Wir gucken mal, das heißt, 1, 2, 3, nochmal abfangen. Schade, das ist echt doof gewesen. Ich habe jetzt gehofft, deinen Move abfangen zu können. Ich muss mal sagen, deine neue Sofortattacke sieht ziemlich fancy aus. Ich glaube, ich werde mich dich jetzt auch holen. 1, 2, 3, 4, 5. Schade, dass du noch einen Move schaffst. Die Attacke sieht einfach Hammer aus, die steht dir. Die steht dir unheimlich gut. Nahkampf, nicht relevant. Jetzt kommst du wieder rein und das Spiel sagt erstmal, dass ich nichts machen darf. Ich brauche Energie für dein Session. Das heißt, den einsetzen und so schnell wie es geht raus. Angriff steigt ist fett. Warte mal. Angriff steigt ist gerade sehr fett. Bitte überlebe das. Komm schon. Tanky Beast, mach mir mein Set gut. Nein, ich gehe drauf. Schade. Und ich habe auch noch blind auf den Body Slam gedrückt, weil ich gehofft habe, ich kann den Himmelsfeger einsetzen. Wart ihr schon mal so lost? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, das heißt, 1, 2, 3. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Mein Krypto wird dich hier nicht besiegen. Boah, Xerneas sieht so cool aus mit der Attacke, ne? Ja, das war's. Schade. Komm, nimm mich hops. Sehr schön. Doppelfee. Ja. Ich glaube, ich hole mir Xerneas jetzt auch noch. Eigentlich wollte ich gar nicht raiden. Seit der Preiserhöhung habe ich keine bis kaum Fernraids gemacht. Die kann man wahrscheinlich an 2 Händen abzählen. Ich müsste höchstens 6 Fernraids gemacht haben. Aber, boah, es ist halt dämlich, ne? Irgendwie will ich es nicht, aber irgendwie habe ich auch Bock, Xerneas zu zocken. Ich glaube, dass das Ding auf jeden Fall ordentlich was reißen kann. Und, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß nicht. Das mit der Erhöhung, ja, ist irgendwie richtig dämlich. Eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen. Aber diese Limitierung auf 5, das ist halt eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Das erschließt sich mir nicht. Jetzt gucken wir erstmal mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Willst du mir eine Aurasphäre drücken? Ich hatte das in einem Set mal vergessen und habe eine fette Aurasphäre auf Relaxo abbekommen. Du bist, glaube ich, bei 6 Attacken. Wann hast du das? 7, 8, 9. Bitte die Aurasphäre. Die wird nämlich von beiden meiner Typen resistiert. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, ich fange auch noch die sehr effektive Attacke ab. Kann auch nicht jeder, ne? Das kann auch nicht jeder. Das muss gekonnt sein. Ich verliere Gleichstände. Ich bin froh, dass du deine Attacke noch nicht ready hast. Das heißt, ich kann dich jetzt entweder besiegen oder ich bekomme ein Schild. Abhängig von dem, was du machen willst. Ich bekomme ein Schild. Okay, 1. 2. Ich weiß allerdings, dass ich noch nicht schilden muss. Ich weiß, dass ich es noch nicht muss. Das heißt, wir nehmen diese Antikraft. Auch mit Boost wirst du mich nicht besiegen. Du könntest komplett runterfarmen, aber ich glaube, dass man das nicht tut. Du schaffst nämlich sonst wahrscheinlich keine Attacke und ich farm dich einfach runter mit einem anderen Pokémon. Du gehst erstmal drauf. Der Wechsel ist jetzt hier am Start. Ich kann also gleich entscheiden, womit ich rein möchte. Es ist halt mega davon abhängig, was du jetzt reinholst. Das Ding kommt zurück. 1. Oh, das ist es. Ja, du farmst halt viel jetzt, ne? Ich meine, die Resistenzen sind am Start, aber die Drachenklaue tut halt weh. Drachenklaue tut halt schon weh. Dieses Giratina will ich eigentlich nicht unbedingt begegnen. Ah, das ist nicht so nice, dieses Matchup, ne? Ich gehe raus oder ich bleibe drin, weil die Server mich nicht lassen. Interessant. Die Frage ist, wie ich das jetzt machen möchte. Es ist schwer gerade irgendwie, ne? Dieses Team ist nix. Das ist wahrscheinlich kein allzu gutes Team.
Erdbeben wäre schmackhaft, habe ich hier leider nicht drauf. Erdbeben habe ich auf meinem Krypto. Da ich hier eine Antikraft nicht durchlassen darf, werde ich mal schilden. Und es war sehr wichtig. Bitte kein Boost. So, komm, ich gehe mal auf Läuterfeuer. Die Attacke wird zwar resistiert, ich darf mich jetzt aber auch nicht abschwächen und dann in ein Matchup geraten, wo ich gar nicht rein will. Das heißt, bam, Abschwächung? Nö. Sehr doof, ehrlich gesagt. Dein Timing der Attacken ist halt exzellent. Damit machst du alles richtig. Jetzt einen Sturzflug könnte man bringen, ist aber dann wahrscheinlich trotzdem tödlich, ne? 1, 2, 1, 2 Server, die sind dabei. Nein, es lief alles, ne? Wenn die Wechsel already ist, wäre es geil, damit ich hier rauskomme. Leider wird das nicht hinhauen. Oh, du gehst drauf. Dein letztes Pokémon, Knackrack. 1, 2, 3, 4 Server. Oh, perfekt. In die Animation gewechselt. Ich bin nicht clever, ne? Es ist halt schwierig, mit einem 5er-Zug-Move bei einem 3er-Zug-Move irgendwas abzufangen. 0 zu 3. Relaxo Level 51 mit diesem Team nicht. Absolut nicht. Ah, okay, das ist doof. Ich muss mal gucken, ob ich Xerneas raide oder ob ich es lasse. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher. Was meint ihr, meine Freunde? Habt ihr das Ding? Werdet ihr das überhaupt raiden? Werdet ihr es sein lassen? Grüß dich! Hey, wie geht's dir? Wie geil ist das denn? Oh, Führung tut mir echt mies leid für dich, ne? Führung tut mir mies leid für dich. Und da kommt das Ding rein. So, die Frage ist, wie ich das ausspielen möchte. Ein Kraftkoloss würde auf jeden Fall reinzimmern. Ich hab aber... Ich weiß nicht, in welches von der Backline ich gehen möchte. Ich gehe wahrscheinlich hier rein, ne? Ich darf jetzt halt nur kein Donner oder sowas durchlassen. Donner oder Draco wäre halt etwas, das ich nicht haben möchte. Bitte köder nicht. Komm schon. Du tust das nicht. Du tust das nicht. Sehr gut. Okay, ich kann mir Energie holen. Durchatmen und ein bisschen Energie holen. Sturzflug müsste auch ausreichen. Wir haben uns jetzt die Schilde hin und her gereicht. Wenn ich den Wechsel habe, kann Relaxo später rein. Bam. Soll ich dann auf Sturzflug? Dann farmst du einfach nur, ne? Ich weiß nicht, ob ich auf Sturzflug gehen will. Wahrscheinlich nicht, weil aktuell... Ja, du kannst... Nee, ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, das lassen wir, weil du musst sonst... Du musst jetzt auf Spukball, um mich wegzuzimmern. Bitte die Abschwächung. Schade, die wäre schon geil gekommen. Die wäre richtig fett gekommen. Vielleicht war der Sturzflug doch ein Tacken besser als Wahl gewesen. Na, egal. Wir nehmen das jetzt erstmal mit. Level 51 Relaxo. Oh, schöner Köder. Also jetzt nicht für dich, aber für mich. Das heißt, ich kann hier nochmal überleben und der Sturzflug zimmert dich weg. Es sei denn, du schildest. Nein, dein letztes Pokémon... Lugia, dann habe ich hier nochmal sehr effektive Attacken für dich. Du bist bei 3, du bist bei 4, du bist bei 5 und hast dann somit deinen ersten Himmelsfeger. Mein Lugia wird später die perfekte Antwort auf dein Lugia sein. So, 5 hast du. 6, 7, 8, 9. War das doch kein Gleichstand? Ist es ein Luftstoß? Ich kann es mir nicht vorstellen, oder? Oder doch, um mich halt loszuwerden? Nein. Perfekt. Das heißt, doch der Gleichstand, den ich verloren habe. Interessant. Du bist kurz vor dem zweiten Himmelsfeger. Du musst aber schilden, oder? Nee? Interessant. Das heißt, du bist jetzt bei 7. Ich kann aber auch einen Luftstoß durchlassen, ne? Das heißt, 8, 9, 10. Wir farmen einfach runter. Ich gönne dir sogar jetzt einen Boost. Ich gönne dir einen Boost. Ich weiß gar nicht, ob du noch in meiner Liste bist. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, gib nicht auf. Ich hoffe, dass wir uns nicht gegenseitig gelöscht haben oder ich dich oder du mich. Ich bin nicht sicher. Aber die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und scheinbar bist du nicht mehr in der Liste, ne? Ey, das müssen wir wieder nachholen. Schade, Marmelade. Dann muss ich mal anfragen. Du warst auch mal in der Gruppe, bist aber rausgegangen aus... Gründen, die man hier nicht ansprechen muss. Wenn du mal wieder Bock hast, du bist selbstverständlich herzlich eingeladen. Der Kampf war schön. Der Kampf war richtig schön.
Ich war halt von der Führung an gut aufgestellt. Der Wechsel war schwer für dich zu holen. Gerade mit Hu'u gegen deine Dialga ist nicht so leicht. Okay, vielleicht kann ich ja mit noch einem Win hier rauskommen. Der eine, der ist schon cool, aber noch einer wäre halt noch fetter, ne? Das wäre schon echt nice. Führung ist... Boah, bitte sei mal ein Chando, komm schon. Nein, bist du nicht. Ein 98er, wahrscheinlich. Das heißt, erstmal interessant. Kraftkoloss, der drückt. Die Frage ist, ob du so ein Krypto-Kraftkoloss von Schlitzäugelchen hier vom dicken Schlitzaugen-Relaxo einfach durchlässt. Bam? Nein. Okay, ich komme in Ho-Oh rein. Bitte sag mir nicht, dass du als Antwort ein Kyogre hast. Auch das wäre für mich kein Thema, denn ich schaffe einen Sturzflug. Ich habe schon ein Schild. Und der Schild, aha, 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, jetzt die Attacke in einem Gleichstand, den ich leider verliere. Nicht tragisch, denn mein Sturzflug kommt. Ich weiß nur nicht, ob ich dann noch eine Attacke schaffe. Das war aber ein Gleichstand, doch schaffe ich. Das heißt, jetzt den Move, dann noch eine Attacke. Ich glaube, dass ich zwei Moves von dir überlebe, richtig? Ich glaube ja, das heißt 1, 2. Du brauchst danach noch einen Move und ich schaffe hier wieder den nächsten. Also doch nochmal ein bisschen Damage. Bam. Interessant. Das heißt, zack. Soll ich jetzt komplett mit Lugia farmen? Nein, traue ich mich nicht. 1, 2. Okay. Bekomme ich dich komplett gefarmt? Sag mir, dass du keine Attacke schaffst. Das wäre richtig nice für mich. Ich habe nicht mitgezählt, ne? Ich gebe es zu. Das heißt, 1, 2. Mega gut. Kommt jetzt dein... Nein, kommt es nicht. Verständlich. Ich verursache Damage. Hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte rausgehen müssen. Ich hätte rausgehen müssen. Schönes, erlöstes. So, mein Freund. Okay, da kommt das Ding zurück. Du hast vorhin ein Draco eingesetzt, ne? Das wiederum bedeutet, dass du da kaum bis gar keine Energie hast. Ich weiß auch nicht, ob dich ein Himmelsfeger besiegt. Ah, ich glaube, dass ich den Kampf hier auch verliere. Ist das der nächste Draco? Nein. Das heißt, 1... Wir machen das so, du hast leider Energie. Ich glaube, dass du mich mit einem Himmelsfeger besiegen kannst. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich kriege dich gefarmt mit zwei weiteren Attacken. Bitte besiege mich nicht mit einem Himmelsfeger. Ich würde gerne einen Luftstoß noch schaffen. Komm schon, gewinn den Gleichstand. Ich verliere den Gleichstand, RIP. Jetzt ist es halt relevant, Elefant. Komm schon. Bitte, tank das. Jawoll. So, ein Boost wäre natürlich auch noch schmackhaft. Dann kann ich hier nochmal sehr effektiven Schaden oder neutralen Schaden raushauen. Aber der halt zimmert. Kein Boost, raus. 1, 2, ich schaffe keine Attacke und das war's. GG. Den Kampf konnte ich leider nicht mehr retten. Wir haben nur einen gewonnen. Level 50 Relaxo ist ziemlich cool, Level 51 sogar. Aber nicht mit diesem Team. Ich hoffe trotzdem, das Video hat dir gefallen. Feedback rein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.